Insurtechs haben eine Chance gegen gut digitalisierte Großversicherer, wenn sie wissen, was ihre eigene Wertschöpfung, ihr eigener Beitrag zum Gesamtversicherungsmarkt ist. Es ist sicherlich so, dass Insurtechs, die einfach nur sagen, wir machen einen Teil der Versicherungswertschöpfung, digitalisieren den, kein echter Mehrbeitrag ist. Es geht darum, Partnerschaften mit etablierten Versicherern zu finden. In der Industriehaftpflicht sind die Themen ein bisschen anders als bei uns, was Digitalisierung anbelangt, aber auch dort, insbesondere beim Bereich Risikoassessment, IoT in der Technikversicherung, dort sind die Herausforderungen genauso groß wie im Massengeschäft. Von der Zusammenarbeit mit VW können wir unglaublich profitieren. Es geht nicht nur darum, natürlich mit den Partnern interessante Produkte für Endkunden zu entwickeln, die diese dann auch kaufen, sondern wir lernen auch sehr viel weitere Themen, wenn es um Produktintegration, technische Integration in die Kundenumgebung unserer Partner geht. Das ist insofern eine rundum gelungene Kooperation. Kurzzeitschuss ist interessant, denn vom Deckungskonzept her ist es häufig kein Meilenstein. Der Meilenstein liegt daran, dass wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner dafür sorgen, dass diese Deckungen wirklich für den Kunden auf Knopfdruck erwerbbar, einfach erlebbar und dann trotzdem kostengünstig zu erhalten sind. Der Rat an die Teilnehmer dieser Konferenz ist sicherlich, egal in welcher Sparte, beobachtet jetzt den Markt und den Insurtech-Sektor insbesondere für die Möglichkeit nach Kooperationen. Der Pulverdampf hat sich in der Insurtech-Szene ein bisschen gelegt. Die etablierten Versicherer haben nicht mehr so viel Furcht, sind nicht mehr so irritiert. Die Insurtechs haben auch realistischere Ansätze an dem, was sie beitragen können zum Markt. Jetzt ist die Zeit reif für gute Kooperationen, wenn man sich die Mühe macht, sie zu suchen und zu finden. Ich finde die Euroforums-Veranstaltung generell und auch jetzt die Haftpflichtveranstaltung interessant, weil es ein guter Mix ist zwischen wirklich harten, fachbezogenen Themen für die Experten dieser jeweiligen Sparte, aber man auch immer versucht, die Brücke zu schlagen in andere Trends und auch Beobachtungen aus anderen Sparten, teilweise anderen Industrien und Experten einfließen zu lassen.